Das ärgert immer so, wenn du solche Sachen dann nicht mehr weißt. Ja, das ist. Ich kenne das. Der Escape gedrückt? Ja, sehr gut. Ja. Dann geh mal rüber hier. Ich übergebe an den krassesten Observer, den es jemals gab. Seit Menschengedenken. Team Liquid gegen Virtus Pro, die letzte Partie des heutigen Tages. Ja, es abends. Geht abends. Nee, morgens. Nee, morgens. Weil heute kommen ja noch ein paar. Ja, stimmt. Nur später. Des der heutigen Session, sagen wir es so. Der jetzigen Session. Weil heute ist ja noch eine Session. Du hast recht, ist ja gut. Ja, er hat's gesagt! Ich hatte recht. Entschuldigung. Es ist jetzt nicht so, als würde ich dir nicht immer recht geben. Schon eher wie so ein Ehepaar. Wir streiten erstmal und dann sind wir uns doch wieder einig. Okay, Match has been stopped. Oder wie läuft das bei dir? Bei mir ist das zumindest meistens so. Was denn? Zuerst wird Nein gesagt und dann wird ein bisschen drüber geredet und dann ist man doch wieder alle der gleichen Meinung. Ja. Meistens ich, ihre. Ja. Du kennst das. Ja, ja, ich kenne das. Dein leerer Blick spricht dann. Ein weiser Mann hat einmal gesagt: Ja, Schatz, du hast recht. Genau. Ja, Schatz, da hast du recht. Alright, lassen wir wieder casten. Du hast es vorhin schon versucht, ich habe dich vehement. Ja, also es geht los, diesmal richtig. JDM hatte schon den Contact in der Mitte. Es gibt auch sofort die Kurzmog, wahrscheinlich schnell in den Connector rein. Und an der Action, da steht noch Bialy. Nitro an der Smoke. Die Bombe wird gelegt. Nitro geht nicht raus, um den Plan zu verhindern, bekommt aber einen einfachen Frag gegen Snacks. Kann hier viele, viele ansagen, aber wird wahrscheinlich nicht mehr wegkommen. Überlebt ziemlich lange. Pascha mit den ersten zwei. Neo bekommt dann noch Nitro. Nur noch Elish und Pimp. Und jetzt ist es nur noch Pimp. 1 gegen 3 und er schafft es nicht. 1:0 für Virtus Pro mit einer mit einem sehr schnellen Mitte-Connector-Go. Ja, der Neo auch sehr gut Pascha am Start. Ja. Erstaunlich, dass Liquid, obwohl Nitro so lange hier in diesem Bereich am Leben war, dass Liquid dann nichts auf die Kette bekommen hat, weil es waren noch zwei seiner Teammates hier auch. Und es war, sagen wir das mal so. Da wurde viel daneben geschossen, da wurde viel reingebottet, aber im Endeffekt hat Virtus halt schon von Anfang an den besseren Call gemacht. Ja, und jetzt auch wieder erstmal die Mittekontrolle anspielen. Leicht riskant wegen den Deagles, die ja da auch gerne mal eins vor den Latz knallen. So, jetzt zieht man sich wieder zurück. Das hat man alles nur gemacht, um Snacks im Mini-Window abzustellen. Der könnte jetzt natürlich auch hier Richtung Nitro schauen. Das hat man bei Liquid aber auf dem Schirm. Und jetzt geht's Richtung A. Es ist halt ein B-Stack. Ja. Und mussten sie halt alle Karten irgendwo hinsetzen. War halt jetzt auf die falsche Farbe. Oder die falsche Bombe in dem Fall. Das nächste aber sehr geduldig. Ja. Jetzt hat Nitro. Da aus. Nice von Nitro. Macht den Frag, aber er kommt nicht an die UMP ran. Die werden vielleicht mitnehmen können. Jetzt ist Nitro gefallen und ja, kein Kevlar gekauft. Das heißt, da kann man ruhig drauf gehen. Ja. Da wird es auf die Nateheads gemacht und da fallen die Liquid-Spieler. Einer nach dem anderen. Elish jetzt der letzte. Gegen 4 und ja, da muss er auch jetzt nicht unbedingt reinrennen. Kann die Deagle nächste Runde nehmen, komplett sparen. Ja, ihr könnt jetzt noch cheeky warten und ganz am Ende noch versuchen, vielleicht irgendwie noch an die UMP hinzukommen. Aber da ist Virtus Pro schon daneben. Also, die wissen schon, ja, natürlich, wenn die CTs jetzt eine Sache noch machen würden, dann wäre es die UMP holen. Und deswegen checken sie den Ladder Room auch ab. Elish ist nicht hingekommen, der hat sich einfach nur in der Küche verkämmt und wird seine Deagle behalten. Also 2:0 für Virtus, schöner Start. Ach, ich bin ja für Liquid, gell? Ja. Mm. Damn. Ganz schön auch, dass Bialy sich nur passiv am Spiel beteiligt. Er ist ja Pazifist, will also nicht zu viele Kills bekommen, aber Assist ist nicht so cool. Ja, Menschen wehtun ist halb so schlimm wie Menschen töten. Hat er das gesagt? Das ist hart. Das war... Nee. Ehrlich. Nee, das war nur ein Spruch. So, wieder Mitte-Kontrolle. Eine gute Gegenflash diesmal. Und Liquid. Ein schöner Versuch,
um Virtus Pro da zu überraschen, aber es funktioniert halt nicht. Nur noch Nitro. Schau mal, wo Viali schon ist. Ja, der war mal auf B. Und jetzt geht's in die erste Waffenrunde für Team Liquid. Ja, wir werden eventuell eine Ave sehen. Ja, genau, da ist sie auch. Sogar mit Armor. Der Gott der Liebe wird JDM beschützen. Auf der anderen Seite haben wir die T's noch mit einer UMP und einer MAC-10. Die ist jetzt bei Pascha gelandet. Snacks wird erstmal mit der Ave versuchen, Mittelkontrolle aufzubauen. Hat auch einfach mal reingeschossen. JDM war natürlich dort. Nee, das war gar nicht JDM. Das war wieder Elish, weil Elish ja Windows spielt. Ja. Der hat seinen Job im vorigen Spiel sehr gut gemacht. Also seid vorsichtig, passt auf den auf. In beiden vorherigen Spielen, ja. Auch wenn das erste verloren wurde. Und auch speziell im Window war Elish auch gut unterwegs. Wieder hat Virtus Pro einen Spieler im Mini-Window abgestellt. Das ist diesmal Pascha. Die Der Bombe ist wieder also verkraftbar, wenn er da umgeht. Die Bombe geht jetzt nochmal zurück. Eine Minute noch, also noch jede Menge Zeit. So. Team Liquid, da währenddessen schon mal A eingenommen, also Palast ist unter Kontrolle. Da wird auch keiner challengen kommen für Nitro. Und das ist wieder sowas, ja, sie haben nicht mehr so viel Zeit und sie haben ihre Spiele auch auf B. Aber yes. Palast ist halt immer so eine Gefahr, wenn die CTs sich da reindaddeln, dann kannst du richtig arge Probleme bekommen. Ja, JDM vor allem am Spot noch mit der AWP. Oh, da wäre das Duell gewesen. Er gegen Snacks. Oh, und er zielt ja knapp da. Und da wurde abgelenkt. Und das war gut. JDM hat den kurzen Blick Richtung Connector. Dann den nutzt Snacks aus. Pascha jetzt mit der MAC-10 gegen Elish. Hat gewartet, bis seine Teammates die Aufmerksamkeit ziehen, damit seine schwache Waffe was erreichen kann. Und jetzt sind es nur noch Nitro und Pimp. Pimp kommt über das Window, wird in den Jungle gehen. Oder, oh, sie gehen saven. Die Runde wird an Virtus Pro gehen. Vierte Runde in Folge, Pimp. Ja, geht da nicht mal auf den Track. Ah, oder doch? Ja, macht er. Könnte sich da natürlich auch die AK schnappen. Aber er bleibt erstmal auf der M4. Ja, er will nicht zu einfach zu lesen sein. Deswegen bleibt er erstmal noch in der Mitte. Und die T's haben jetzt noch nicht so den Drive, jetzt alle zu killen. Die nehmen sogar noch eine zweite Ave mit. Oder auch nicht, dann die MAC-10. Ja, die ist eh viel stärker. Ja, da hat man anscheinend noch Pimp. Er behält wirklich die MAC-10. Ja, weil er genau weiß, dass die CTs werden nicht so viel haben, ja klar. In die Eco muss. Und dann muss er jetzt nicht mal die MAC-10 kaufen. Ja. Wir wollen Valve auch nicht auf falsche Ideen bringen, aber in dem Fall wäre es natürlich cool, hätte er die Ave verkaufen können. Nee, das wär's nicht. Aber das kannst du nur auf der T-Seite, weil... Weil die einen Schwarzmarkt genau haben. Dann macht es wieder Sinn. Aber bevorzugst du dann die T's nicht so oder so schon, was das Geld angeht? Nein. Also, dafür sind doch alle Maps CT-sided, um das wieder auszugleichen. Easy going. T's im Haus mit dem ersten Nitro steht dann noch und nimmt sich T's dann noch mit. Schön gemacht auch wieder von Liquid. Damit Tars nicht zwei erwartet. JDM geht vor, Nitro kriegt den Kill. Gut gemacht. Pimp ist noch im Window. Die T's haben jetzt erstmal Bock auf B. Ja, und da steht eigentlich nur Hiko und der. Ja, die Backstep Nade kriegt keinen Kill. Küchekontrolle durch Neo. So, Pimp schön schnell reingemoved. Die Bombe gleich auf dem B-Spot. Nitro, ja, traut sich noch nicht in die Küche rein, weil er da halt Neo vermutet. Elish guckt nochmal im Underground. Da ist niemand, der irgendwie backstabben könnte. Der wird dann wahrscheinlich gleich über kurz kommen. Aber wahrscheinlich wird Liquid gar nicht mehr hingehen. Denn ja, Nitro rennt schon. Die M4 saven oder die beiden M4 saven ist sehr, sehr wichtig. Weil ob Pimp die durchbringt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Denn der checkt die wird falsche hier Ecke. Schon besucht von Viali. Da ist die Frage, warum sich Pimp überhaupt in diese Situation reingebracht hat. Weil er hat gehofft, dass an kurzer Zeit jemand wegläuft. Über Leiter hätte er noch weggekonnt.
Ja, er wusste halt schon, dass einer ist und dann hat das total defensiv gespielt. Also er hat von eigentlich von dem, was du gerade gesagt hast, von dem ich warte im Ladder Room, dass jemand vorbeiläuft und kriegt einen easy kill. Das war anfangs der Plan. Und dann hat er irgendwie den Panikmodus angeschalten. Ja. Schmeißt seine Smoke raus, schmeißt seine Flash raus. Verrät dadurch seine Position. Genau, ja. Sagt erstmal jedem, hallo, hier bin ich, wer will mich holen? Und dann versucht er auch noch rauszugehen, statt über die Leiter wieder aufs große Window umzusteigen. Dann kann er vielleicht nochmal super tricky werden und dann wieder runterspringen und Underpass durchgehen oder sonst irgendwas tun. Aber ja, macht jetzt nicht so viel Unterschied, aber das sind so Kleinigkeiten. Später werden wir vielleicht dann eine Buy-Round sehen, wo die CTs eine UMP haben statt einer Rifle und das ist genau Pims Rifle dann. Ja, und... Ja, trotzdem wieder Waffenrunde für Liquid. JDM auch wieder an der AWP. Mal gucken, was Virtus Pro sich diese Runde überlegt hat. Aber viel interessanter eigentlich, wie reagiert Liquid jetzt? Eigentlich nicht großartig anders. Elish immer noch am Fenster. Nur Virtus Pro halt diesmal nicht mit der Mitte-Kontrolle. Und es kann ja auch sein, dass der Aufbau, den Liquid jetzt die ganze Zeit gemacht hat, ganz gut funktioniert gegen einen Argo zum Beispiel, der hier gerade von Virtus Pro vorbereitet. Ja, da wurden sie auch schon getestet. Also, jetzt sehen wir mal, Nitro ist halt offensiv ja, und zwar sehr offensiv und zwar komplett alleine auch noch. Er hat ein gutes Timing, um wieder in die Deckung zu kommen. Setzt sich jetzt einfach hier hinten ins Ninja. Er weiß, JDM wird da anzielen. Ah, und immer die Shoulder Peaks. Dann, das ist natürlich die Bürde eines AWP-Spielers, dass er die Shoulder Peaks aushalten muss. Und Nitro bekommt keine Leash, auch schon gegen Neo gefallen. JDM kann wieder keinen machen. Und jetzt sind es nur noch Pimp und Hiko. Oh, und dann kommt so eine Nate da an der Molotov. Hiko konnte gar nichts machen eigentlich. Und Pimp, ja, der zieht sich wieder zurück. Runde Nummer 6 für Virtus Pro. Ja, wenn es so gut anfängt, aber dann... Dann steht JDM hier mit der Ave. Und es tut mir wirklich leid, aber du weißt, dass du abgesmoked wirst. Also hast du einen Backup-Plan oder du lässt deine Teammates in A sterben. Und naja, der Backup-Plan... war im Endeffekt, er konzentriert sich dann auf Haus, aber da hat er dann von Neo halt den nächsten Headshot kassiert. Ja. Kann auch unglücklich gelaufen sein für ihn. Aber der eine Schiller Peter ist sehr weit raus. Da ich denkst du, der kann alles ihn machen? Gesehen? Ja, den hätte er machen können. Da hat er sich wahrscheinlich auch danach gedacht, fuck, den hätte ich machen können. Das ist ziemlich sicher so ein Moment gewesen, wo du eben den Shoulder Peak schon erwartest und dann nicht abdrückst und dir dann denkst, Mann, den hätte ich haben können. So, ja, so fällt dann halt A auseinander, wegen so ein paar Smokes. Also, ja. Da haben wir zum Beispiel Navi ganz anders spielen sehen. Da kamen die Smokes und jeder hat sich repositioniert, jeder wusste genau, wo er hinläuft und wo er hin soll. Das war bei Liquid noch ein bisschen... So, Neo wieder im Haus. Elish. Er läuft ja nie vorbei. No. Er läuft. Pascha weiß es aber auch nicht. Jetzt. Ah, oh, jetzt hat er es gesehen. Komm, knife ihn doch. Er geht einfach durch. Oh, so gut. Aber ich hab's noch gesehen. JDM bekommt vorher noch Bialy. Das ist eine Überzahlsituation für Team Liquid. Elish mit einem sehr aggro-Peak. Wettet drauf, dass er alle Flash dort. Sonst wäre easy kill gewesen. Ja. Sehr riskant, aber. Nitro spielt's korrekt. Einfach mal wegbleiben im CT-Spawn. Ist viel zu wichtig. Wenn er halt jetzt wieder aufgibt. Komplett offen. Was macht Liquid denn da? Ja, das ist Antizipation. Ja, jetzt muss Pimp von kurz halt immer einen Blick dahin werfen. Ja. So, Molotov noch auf Neo obendrauf. Die Smoke an Jungle liegt nicht perfekt. Die liegt eigentlich überhaupt nicht gut. Kurz, Pimp könnte da immer noch einen Blick haben. Die Bombe wird jetzt gelegt, aber nachdem der Molotov weg ist, der Pant geht durch, aber Tess fällt. Und hinten ist Bialy, ist Snacks bekannt, der ist schon low geschossen worden. Ja, da fehlt jetzt eigentlich nur noch... Ja, da kommt die Nate. Was? Was kann denn da gerade reingeflogen? Jetzt ist es nur noch Neo. 1 gegen 3. 23 HP. Das darf er nicht machen. Und das kann er auch nicht machen. Hiko mit dem Kill. Ja, welcome to the scoreboard. Team Liquid. Lieber in die International, weißt du? Ja. 6 zu 1. So, und damit wir den Streak fortführen, wird das jetzt wieder die Runde für Virtus Pro. Und dann haben wir wieder unser 7 zu 1 Ergebnis. Ja, die haben so oder so mehr als genug Geld. Ja.
können sich die Runde fast kaufen. Und jetzt wissen sie halt, ja. Elish ist halt so der Dorn im Auge, weil der hat auch wieder in der Runde viele Infos gesammelt, der hat delayed, der hat seinen Teammates. Oh, Top Flash, der macht viel Schaden, aber kommt nicht weg. Der schießt Tess auf 33 und Snacks auf 51 und das in einem Peak. Ja. So, ne, hätte wahrscheinlich lieber einen komplett gemacht. Kann man sich dann leider nicht mehr raussuchen. Ja. Nico steht schon auf B-Agro, genauso wie Nitro auf A-Palast. Virtus Pro noch sehr verstreut. Also Biali ist noch auf Main, man hat Pascha im kleinen Leather Room. Also es wird auf B gehen, aber da wieder kein Trade und die Warum Bombe wird gespottet. Warum? Und sie stehen halt so ultra weit weg. Sie warten jetzt drauf, dass der CT piekt. Das wäre sowas von dumm, wenn er das machen würde. Er hat, ja, er hat aber halt noch die Smoke, damit die Later, aber Pascha geht jetzt halt an kurz durch. JDM verschießt, Pascha kann dadurch zumindest nicht so einfach ins B-Haus rein, wie er sich das vorgestellt hat, holt jetzt aber JDM und jetzt geht's Hiko halt an den Kragen, der geht vor und die Runde kann Liquid auch nicht holen, 7:1. Nitro war schon den ganzen Weg hierher gemoved. Ja. Hiko war hier unter Druck mit der Bombe hier liegen. Ja. Und dann könnte Liquid halt auch sagen, wir haben die Bombe, wir haben Hiko hier, wir supporten uns jetzt gegenseitig so, dass niemand dahin kommen kann, ohne durch uns durchzulaufen. Das haben sie eben versucht. Nitro hätte ja natürlich perfekt hier reinmoven können und dann den perfekten Backstep gehabt. Aber dann zerfällt es halt so kurz vorher. Die Ziellinie ist erreicht, dann springt in die Kette vom Zahnrad und dann platzt der Reifen und dann kommen sie ins Straucheln und dann wabbelt der Lenker und dann haut sie einfach voll auf die Fresse. Ja. Und es ist 7:1. Und Liquid nimmt das Timeout. Sind jetzt durch mit dem Timeout. Ja, mal gucken. Was könnte man machen? Virtus Pro spielt extrem variabel. Es ist nicht nur, dass sie komplett auf Mittelkontrolle gehen oder so und daraus irgendwie einen Split spielen, sondern ja, es sind auch die Ghosts, die gut funktionieren. Was man machen kann, ist das. Das spielen sie fast immer. Ja, da mehr Fokus drauf. Und da könntest du auch. Das kannst du sogar in der Eco-Masche mal auszutesten, wie sie darauf reagieren, wenn du da was machst. Und ja, im Endeffekt spielen sie jetzt mal so. Sie hätten ja jetzt Leather Room gut gepusht. Elisa mit dem Headshot gegen Pascha. Jetzt Hiko wieder mit der eigentlich. Macht super viel Schaden. Ja, die Bombe auch noch nicht gelegt. Weg, ja. Sie hatten eigentlich A-Spot ganz gut Kontrolle. Nur der Connector ist halt gefallen. Jetzt 2 gegen 4. Igel und Hase. Ah, nee. Sie wissen es nicht mal. Oh nein. Oh, Pim wird gleich von Neo gebacksteppt, ohne dass Neo es weiß oder will. Oder Neo geht jetzt in den Underground. Nee, ich glaube, der wusste das. Ja, jetzt schön, weiß er es definitiv. Pim hat die AK. Ja, aber dann ist Snacks halt schon zur Stelle aus der Küche. Kann auch nicht. 8:1. Jetzt kann Team Liquid wieder kaufen. Auch wenn es nicht perfekt ist. Da wird wahrscheinlich die ein oder andere Farmers ausgepackt. Es ist die eine Farmer. Ja, die andere noch nicht. Kein Kit? Ja. Kann auf jeden Fall auf Mirage immer wieder eine Rolle spielen. Ja. Wird auf Mirage wahrscheinlich eine Rolle spielen. Und man kauft sich halt 5 Minuten mehr Zeit. Ja. Was jede Menge ist, aber die Investition ist es wert, ja. Jetzt haben sie direkt JDM in der Mitte verloren, der halt wieder nichts machen konnte. Ja. Er kommt halt nicht ins Spiel, das generell. Das ist so bitter. Du leierst dir die Ave aus den Rippen, irgendwie. Ja, schnitzt sie dir aus dem Oberschenkel raus. Und dann ist sie nach 10 Sekunden tot. Und du hast jetzt nicht mal irgendwie Pim gerade da, jetzt geht er rein, jetzt will er sie sich holen. Aber das ist halt, ja, das ist halt super bitter. Aber was? Nee, da kommt er schon noch hin. Ich dachte auch kurz. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre so ein CSGO-Moment gewesen, ja, echt. Lass doch die ganzen Sachen einfach weg. Die ganzen komischen Dinger da. Ja, Virtus sammelt sich jetzt an B. Im Haus ist noch Tess.
Und Hiko allein an B. Und sie haben wieder jemanden in dem Mini-Window abgestellt. Und Tars ist noch auf A. Der macht da jetzt richtig Klabauch. Und Jan. Rabau. Jetzt ist Hiko halt an B gefallen. Elish kriegt den Frag gegen Pascha nicht. Liquid wirkt irgendwie müde. Fast wie wir gerade. Die spielen CS so, wie wir gerade müde sind. Ja. Das ist nicht gut. Nitro fällt auch noch. Nur noch Pimp, der macht zumindest seinen Frag. Und jetzt steht er halt im 1-4, verschießt gegen Pascha und der bestraft das sofort. 9-1 Virtus Plow, kann man ja schon fast sagen, zumindest hier auf der. Ja, nochmal ein Timeout. In der ersten Halbzeit. Ja. Also, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Da musst du halt einen Sie Weg brauchen finden. Mehr als diese eine Runde. Ja, auf jeden Fall. Und sie haben eigentlich immer relativ viel Kontrolle. Also, Virtus lässt sie bis hier hinkommen, Virtus gibt ihnen teilweise die A-Apartments. Aber Mitte fällt gerade relativ schnell. So, Hiko schließt jetzt schnell B aus, nachdem Snacks mit der AWP an A erfolgreich war. Jetzt nimmt man hier Pascha aus dem Connector weg. Den Spot lässt man jetzt nochmal offen. Elish wahrscheinlich nur drauf und dran, die AK in Sicherheit zu bringen. Ja. Da wird man nicht weiter vorgehen. Das wird Runde Nummer 10 für Virtus und dann sind es nur noch. Kommt's nur mir so vor oder ist das Spiel sehr schleppend? Ja. So an sich. Also ich meine, ja, es ist 3:30, aber es ist halt, ja. Ich glaube, das Spiel würde mich auch in einem Finale einfach gerade ein bisschen mehr Action. Wäre cool. Ja, ist aber Liquid schießt halt auch nicht zurück. Virtus Pro läuft überall hin, die machen die Frags und die Runde ist vorbei. Fertig. Ja. Ja. Es ist halt nichts groß Taktisches, was sie machen. Ein paar gute Moves, die gespielt werden. Oder Dinge, auch nicht wie vorhin, dass Elite ausrastet. Guck dir das Geld von Virtus Pro an. Nach dem Kaufen hat jeder über $10.000. Ja. Das heißt, die können jetzt bis zum Ende der ersten Halbzeit durchkaufen. Easy, ja. Also selbst wenn sie jetzt die nächsten Runden verlieren, kriegen sie immer noch den Loser-Bonus noch dazu. Also sie können ihr Geld gar nicht aufbrauchen, bevor es sich wieder hochsteckt, sozusagen. Ja. Fast so wie bei uns mit dem ganzen Caster-Money. Es soll jetzt offensiv gehen an der Action. Ja, das ist immer so ihr Last Resort anscheinend, diese Aggression auf Hiko, wieder dahin gepusht, wo es vorhin war. Da sieht man genau, hey Jungs, ich habe da die Bombe gekillt. Diesmal hat Neo die Bombe nicht dabei, weil sie komplett anders aufbauen. Aber wenigstens kriegt Hiko diesen einen Kill, den er seinem Team wahrscheinlich auch versprochen hat, wo er sagt, hey Jungs, ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr aggressiv. Ja, Smoken nochmal Action nach. JDM gewinnt mal ein Duell gegen Snacks. Pascha schnappt sich jetzt die AWP, auch nicht zu unterschätzen. Aber Tess fällt auch JDM zum Opfer. 2 gegen 5. Die Flash rein. Da kommt ja, Bialy kann einen machen, aber jetzt ist es nur noch Pascha. Und der fällt dann gegen Rico von Kurz. Die zweite Runde für Team Liquid. Und vor allem mit 4 Waffen überlebt. Also mit 4 Spielern überlebt. Das bedeutet etwas Geld in der Bank. Ja. Das super, also das Wichtigste an der Runde war wirklich halt JDM. Ups, von der Seite hat er geschossen. Wow, so hat er sicherlich nicht geschossen. Stellt euch einfach vor, das wäre hier gerade. So, gerade ungefähr. Ja. Und da hat er hingeschossen. Und dadurch hat er eben seinen Teammates, Nitro, der da aggressiv gespielt hat an der Action, den Rücken freigehalten und gleichzeitig den T's halt noch einen speziellen Winkel denied einfach. Und ja. So, jetzt Smoke wieder oben an den Connector. Die gibt Virtus Pro immer sehr viel Spielraum. Was die Kurzkontrolle angeht. Pimp aber diesmal mit dem Flash-Pimp kurz. Das Timing von Snacks hat nicht ganz gepasst. Elish bekommt jetzt auch Neo und vielleicht wacht Team Liquid gerade auf. Denn jetzt schießen sie wirklich zurück. Ja, das ist wie so ein Küken, das sich aber sich herausschält. Elish mit einem schönen Kill gegen Pascha im Window. Auch wichtig, dass sie da Kontrolle noch behalten.
weil sie boosten nochmal rein. Das ist schon fast dreist von Virtus jetzt. Andererseits wissen sie halt auch, Illich hat den Kill gemacht. Er hat praktisch Kontrolle verloren, will die Position aber halten. Boah, starker Headshot von Bialy. Der war richtig crazy. Und deswegen hat Illich eben dann die defensive Position gewählt, um trotzdem seinen Mate auf CT-Spawn noch zu helfen. Jetzt ist er gefallen und die Ts haben komplett Access zu dir, zur A. Boah, Pimp nur noch 6 HP. Ja, Bialy unter Druck. Jetzt das Duell. Nico gewinnt das Duell gegen Snacks. Die Bombe down. 18 HP. 8 HP nur noch. Und 15 Sekunden. Ja, und dann springt er kurz hoch. Nitro nimmt ihn mit. 3:10 für. Immer noch für Virtus Pro. Aber ja, immerhin eine Folgerunde für Team Liquid. Die. Wer waren da jetzt gerade mit. Mit Bialy am Klatsch? War das Pascha mit dabei? Ich glaube schon. Ja. Also er wollte erlegen. Und dadurch, dass Bialy einfach hier so beschäftigt war mit den zwei CTs, wusste Nitro genau, ich kann ihn pushen. Da wäre vielleicht ein Fake noch besser gewesen, damit der Nitro reinläuft und dann eben den Kill abgibt. Dann wäre der Plan sicher gewesen. Aber das sind immer so Sachen, das kann weder Virtus noch Liquid genau wissen, dass sie so hätten spielen müssen. Wenn sie es wissen würden, dann hätten wir sie richtig geflamed. So ist es nur ein Vorschlag für das nächste Mal. So, beide Teams mit der Doppel-AWP. So, ich glaube, wieder soll jemand gepickt werden. Molotov und Smoke, das wird man Geld verschwenden. Dadurch, dass die Smoke nicht so liegt, wie sie sonst liegen soll, weil sie den Molotov gelöscht hat, war die Lücke in der Smoke da, die man nicht ausgenutzt hat. Bialy noch mit einem starken Headshot gegen Nitro. Elish aber jetzt vom Jungle aus sicher, die Bombe down, da kommt nochmal eine HE rein, Elish nur noch auf 15 HP, zeigt sich aber nicht. Wieder Snacks, oder wieder Bialy in den Clutch involviert. Jetzt 1-on-2 für Bialy und der hat die Steps von JDM gehört, aber der zieht jetzt rum, ja, und macht den Track. Ah, das Timing. 4:10 und das könnte noch eine 10-5 Halbzeit für Team Liquid werden. Wie sie dann da wieder noch zurückkommen. Das ist halt wirklich, warum wollt ihr euer Leiden so herauszögern? Wisst ihr denn nicht, dass Polen in Europa liegt? Und Amerika in Nordamerika? Oder Nordamerika in USA halt in Amerika. In also, sie haben auch einen Kanadier mit dabei oder so. Ah, Pimp ist ja ein Däne. Ist ja eh wieder ein dänisches Team. Aber das ist ja EU bei Liquid. Mhm. Ah, bei Optik aber leider heute nicht so geholfen. Zum Beispiel Mixwell war halbwegs enttäuschend. So, der Molotov vorne hin. JDM ist blind am Spot. Steht jetzt schon Snacks. Der Go von Virtus ist sehr ganz gut. Und Snacks hat mal überhaupt nicht auf dem Schirm. Tess, bekommt noch Nitro. Ja, und klickt sich da noch gegen Hiko durch. Der gewinnt das Duell aber mit 22 HP überlebend. Ja, da muss Snacks. Wenn er das Duell verliert, macht er wenigstens gut Schaden. Und dann ist es schon wurscht, ob Hiko jetzt im 1 gegen 4. Also da ist ein Unterschied, ob er mit 100 oder mit 22 HP reingeht. Und Snacks wusste, wenn ich ihn nicht kill, dann hat er unter 50 auf jeden Fall. Ja. Gut gespielt von Virtus. Die ganze T-Seite eigentlich durch. Die drei Runden würde ich mich jetzt auch nicht zu verrückt machen, deswegen. Ist aber schon so, dass Elish jetzt wirklich ein bisschen wacher geworden ist als vorhin. Und ein Mann kann wirklich auf der T-Seite noch mehr reißen als auf der CT-Seite. Auf der CT-Seite entstehen dadurch immer Lücken, mhm, die andere dann ausgleichen müssen. Auf der T-Seite ist jemand, der gut ist, als jemand, den du vorschicken kannst, der dir Öffnungen erzeugt. So, los geht's. Mal sehen, was Team Liquid sich da überlegt hat hier für die Pistol Round. Die spielen das ziemlich default runter gerade, fast wie eine Rifle. Ja, warten ab. Hoffen natürlich darauf, dass Pascha hier vorgeht. Können auch ein bisschen rumfaken hier, gell? Mit den zwei Nades. Ja, die sie haben. Zweimal Smoke, Tatsache. Mhm. Wobei, wenn du eine Smoke auf den A-Spot wirfst, dann weißt du eigentlich, dass es nur ein Fake ist, weil du meistens ja bis deswegen zu haben drei sie ja brauchst. Zwei. In der Piste ist ja, also aber okay. Nur zumindest eins deiner Equipment-Sachen. Die Smoke für den eigentlichen Go. Die rennen einfach durch. Ah.
Die faken das und dann rennen sie durch. Oder sie machen es halt nicht. So, in der Mitte offensiv ist jetzt Tess. Warum haben sie es nicht gemacht, Mann? Das wäre voll geil gewesen. Tja, da machst du nichts. Schade. Also in der Mitte steht Tess. Der hat jetzt nochmal ordentlich einen Headshot kassiert. Fällt jetzt gegen die HE von Hiko. Jetzt sind es noch 40 Sekunden. Das Tandem. Neo und Pascha. Die müssen das jetzt krass halten. Snacks bewegt sich auch immer noch nicht aus dem Window raus. Hält natürlich dann dadurch Neo den Rücken frei. Und jetzt da schauen wir. Die Nate, die ist gut. Pascha mit einem. Den zweiten kriegt er nicht. Dann wird er von JDM überrannt. Neo immer noch hier an der Säule. Elish. Rennt ihm entgegen. Snacks mit einem schönen. Oh, auch den nimmt er noch mit. Was ist mit Snacks gerade los? Ja, Bomben vielleicht nicht verhindert, aber der läuft die ganze Zeit im Kreis. Kriegt er noch Nitro. Und da ist es nur noch Hiko. One on one jetzt. Oh, und wenn Snacks den auch noch macht, was für ein schönes 4K wäre das denn? Oh, er hat ihn gerade auch nur ganz knapp verpasst um die Ecke. Und er hat kein Kit. Ja, Hiko steppt aber fleißig. Deswegen weiß Snacks genau noch, wo er ist. Oh, dann macht er ihn. Gut gemacht von Hiko. Der auch ein 3K. Die Runde an Team Liquid 5-11. Und damit hält sich Liquid nochmal über Wasser, aber eine saustarke Runde von Snacks. Der ist einfach auch nur gerannt, 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 gerannt und geklickt. Und verteilt, ja. Heftig. Ja, aber das Comeback könnte passieren, ist aber Liquid, also die hören spätestens bei 10 Runden wieder auf. Ja. Obwohl, nee, sie hatten 15. dieses eine Comeback gegen wen hatten sie? Gegen SK war das, beim Major. Ja. Wo sie dann aufgehört haben. Im Halbfinale sind sie, glaube ich, auch noch zurückgekommen. Ja, sie hatten ja nur so Matches. Dann sie dann noch das gewonnen. War echt krass einfach nur. Ja. Ein emotionaler Achterbahn-Trip. Ein Trip ist auch ein Anglizismus. Ich habe es wenigstens versucht. Bitte schreibt es auf meinen Grabstein. Versucht, at least Deutsch I tried. Zu sprechen. Ja, genau. At least I tried to speak German. Aber heute auch einen lustigen Tweet gelesen. Also ich denke nicht, dass in der Runde sehr viel passieren wird. Schauen wir erstmal noch Pascha. Ja, genau. Das steht sollte da eigentlich der erste Nagel sein. Jetzt kommt der zweite. Ja. Also ich habe einen lustigen Tweet gelesen heute von der Freundin von Dentist, von Karl, also einem unserer League of Legends Talents. Die hat geschrieben, ich habe mich immer gefragt, wofür die Ewigkeit eigentlich da ist. Jetzt weiß ich, dass es für die Leute ist, die versuchen, Deutsch zu lernen. Anscheinend ist es wirklich so schwer, wie es sich auch anhört. Ich, um ganz ehrlich zu sein, ich finde es scheiße, das zu wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste jetzt der, die das lernen. Ja, good luck. Da sage ich... Wobei der, die das, also der und die, macht schon noch Sinn. Ja, das gibt's auch in jeder anderen Sprache. Aber es müsste halt anders sein. Also, dass es der Bildschirm heißt, macht halt normalerweise keinen Sinn, weil der Bildschirm hat kein Gender. Ja. Einfach, es ist kein genderbezogener Gegenstand. Richtig, ja. Dass man sagt, vielleicht der Löwe Beispiel, oder die Löwin, als Beispiel, das im Italienischen sagt man die Mond, weil er weiblich ist. Ja. Und der Sonne. La Luna, ja. Weil es männlich ist. Ja. Ja. Das, wenn du das als Deutscher lernst, sagst du, das hört sich ja voll kacke an. Ja. Ja. Die Mond. Ja. Aber eigentlich ergibt es halt schon Sinn. Und nur im Deutschen ist es halt so. Ja. Ei. Also wir hätten der, die das auch komplett anders machen können, dass Gegenstände einfach alle mit das sind. Aber das Monitor. Man sagt aber das Handy. Ja, Handy ist ja auch so ein. Oder das Telefon. Ja. Also von dem her ist da absolut keine Regelung dabei. Und das in einer Sprache, die eigentlich hauptsächlich aus Regeln besteht. Die man aber immer brechen kann und darf und teilweise muss. Ja. Also das wenn ist du die schön. Sprache sprechen willst, das musst du alle wie Regeln. Anarchie. 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 So wie bei China. Nee. Eigentlich müsste es ja China heißen. Das ist Anarchie nur schriftlich. Genau, Anarchie geht. Anarchie. Ja, jetzt hast du es. Gender mich nicht voll. Gender mich nicht voll. Oh. So. Ich müsste echt mal. Was ist denn hier gerade passiert?
Nitro bekommt noch einen Kill gegen Pascha, ja, der war schon am Akku B gegangen durch. Auf A. Ja, und jetzt schiebt die Bombe noch rüber Richtung B. Der perfekte Call, aber Virtus weiß es. Ja. Schieben jetzt auch Tess auch über den Underground. Und vom Timing her könnte das. Und Snacks hat eine AK am Start. Jetzt passt er auf. Ja, ja, aber der war low. Die HE auch noch, aber es ist doch keiner runtergesprungen. Ja, das reicht schon mal, oh, weil jetzt Tess. Kommt das. Ah, die sind alle wieder weg. Aber Tess kann von Boah. Oh, was Snacks gerade reindrückt. Schau mal, 6 Sekunden. 4, 3. Die Runde, ist gut. Ja. Die Runde geht an Virtus. Oh, da hat sich Liquid halt komplett verschätzt. Mein Gott, weil einer da eine AK drin hat. Der hat nicht mal Armor. Geh doch drauf. Die? Ich versuche gerade es so zu formulieren, dass es halbwegs jugendfrei ist, aber die kacken sich gerade so ans Bein, dass sie drauf ausrutschen. Und dann versuchen sie aufzustehen, aber es ist so glitschig, dass sie immer wieder hinfallen. Und am Ende sind sie vorne und hinten und seitlich und oben und unten vollgesaut. Das ist echt mit richtig was, schade. Mit was vollgesaut? Mit Schleim. Ja, ja. Und die Sache ist halt die, du hast gesagt, der perfekte Call, der perfekte Call. Snacks kommt gerade so mit Biegen und Brechen hier rein in die Posi, kriegt dann hier einen Kill im Window und dann den zweiten. Der war halt krass, ja. Ja. Sie hatten zu dem Zeitpunkt noch Zeit, wenn sie, aber er hat ja den einen Kill hier gemacht und dann sind sie hier alle stehen geblieben. Warum? Weil da eine AK drin steht und sie gerne alle so killen würden. Natürlich bleiben sie da stehen. Aber es wäre besser gewesen, wenn sie alle drauf rennen, weil dann hat Snacks irgendwann das Problem, dass einer links steht und einer rechts. Und dann kriegen ja. sie den Trade. Genau. Sie wollten halt ohne Trade. Tess und Viali, jetzt kommt hier der Go von Liquid. Hat zumindest die Refracts von Pimp. JDM holt auch noch Snacks und Hiko ist gegen Neo erfolgreich. Ist nur noch Pascha. Da kam eine gute Flash für Pimp. Der macht den nächsten und die diesmal Runde. Diesmal sind sie nicht stehen geblieben. Sondern weiter. Ja. Es ist halt. Teilweise diese unsinnige Entscheidung, einfach durchzurennen, ist teilweise das Einzige und das Beste, was du machen kannst. Auch wenn es von einem individuellen Standpunkt, der an vorderster Front ist, keinen Sinn macht, reinzurennen und sein Leben zu geben. Der Zweite dann auch noch fällt, aber der Dritte hat dann eben Leute dastehen, die alle gerade nachladen müssen. Und dann kriegst du die Trades. Und das reicht dir auf der T-Seite halt vollkommen. A-Haus ist Elish. Send eine Eco von mir, das ist wieder. Oh, ich hab so wenig Fokus aufs Game gerade. Das kann man auch mal sagen. Kann in man Cast. Auch mal sagen, ja. Okay. Easy. Ich bin so auch mitten im Satz. Ich hab dir zwar gerade nicht so gut zugehört, weil ich auch nicht so im Vollfokus stehe gerade, aber dann kommt ja. dieser Satz raus. Das war so nice. Ja, Viali bekommt noch einen. Das ist jetzt wieder 2 gegen 2, also nicht unmöglich. Wie ist denn das wieder? Ich verstehe es auch nicht. Die Bombe immer noch nicht gelegt. Aber Team Liquid kann doch gar nicht jetlagged sein. Oh, keine Chance für JDM. Es ist nur noch Pimp. 1 gegen 2, nehmen alle 100 planten, HP. Aber er hat noch genug Zeit wenigstens. Und Neo hat sich wieder verzogen. Vermutet der jetzt A? Kommt der jetzt über B cool? Boah, das wäre halt so gut. Ja, Viali gräbt sich nur ein, das hat Neo definitiv kommuniziert. Jung, der geht auch in die Küche, dann zusammen. Aber er macht dann noch das Fenster oh, raus. Oh, das ist. Jetzt hat Pimp das gehört. Leider könnte was drin sein, denkt sich Pimp. Jetzt hat Neo ah, ihn gesehen. Wer hat ihn gesehen? Oh, Pimp mit dem Headshot. Neo trifft nicht. So, Viali der muss jetzt auf den A-Spot. Viali ja. muss schnell rüberschieben. Er vermutet natürlich noch ein bisschen, dass Pimp ihn abzielt, aber der legt erstmal die Bombe. Und jetzt halt auf die Distanz mit Viel der Glück, MP7. Viali. Das wird schwer. Jetzt mal noch die Nate gefangen. Ja, und Pimp macht es, der klatscht die Runde. 8 zu 12. Liquid kommt immer näher. Jetzt kann Virtus Pro aber wieder kaufen. Bei 3 Spielern mit 3000. Das sollte trotzdem reichen und sieht auch danach aus. Schau mal, wie viele jetzt Turbo haben plötzlich, gell? Die ganzen Amazonen-Bestellmenschen.
Was? Nix. Okay. Das hat auch nicht so viel Sinn gemacht. was ich aber sagen wollte, ist, dass Virtus unberechtigterweise das 2 gegen 2 rausgeholt hat und dann aber Pimp unberechtigterweise das 2 gegen 1 gewinnt. Sozusagen. Aber warum unberechtigt? Er hat das ganz gut gemacht. Ja, natürlich hat er es gut gemacht, aber Virtus hat es sozusagen verdient, weil sie in einer so schlechten Situation das 2 zu 1 herstellen. Das meinte ich sozusagen. Pimp persönlich hat es verdient, Liquid vielleicht nicht so sehr. Und das spricht jetzt nicht der Hass auf NA, sondern einfach nur der CSGO. Der CSGO. So, erstmal die ersten zwei Frags für Virtus. Pascha, ja, bleibt hier hinten noch defensiv. Es wird auf jeden Fall Richtung B gehen. Da steht wieder auch noch, ja, Neo mit der AWP. Pascha wird da definitiv gut delayen können. Er ist vor allem auch nur die zweite Verteidigungslinie. Der läuft jetzt die ganze Zeit an den Türrahmen hin und her. Neo mit dem Frag. Pascha, ja, wird jetzt die Jumpshots versuchen. Wenn der Go kommt, das sind nur 30 Sekunden. Ja, Molotov und Flash, er muss auf alles reagieren. Ja, gut gemacht von Liquid, aber da steht immer noch Neo am Spot. Oh, und der kriegt den Frag gegen Pimp. Ja, und schnappt sich auch noch Nitro. Schön gemacht. Und 13 zu 8. Das hat sich übrigens gereimt. Ja. Ja. Das ist echt gut. Ich werde jetzt meine Karriere als Rapper starten. Morgen kommt mein neuestes Mixtape auf YouTube. Und dann setze ich mal hin. Das wird interessant. Nee, morgen habe ich ja nur ein bisschen Zeit. Das ist ja am Sonntag dann. Ja. Das ist ja schon, ist ja Samstag. Ach so. Ja. Ja. Aber du musst auch noch schlafen irgendwann. Ach, Schlaf wird überbewertet. Oh, die Admins geben jetzt sogar, ja, Commands raus, wie viele Timeouts schon gemacht wurden. Das ist jetzt wurden. Das dritte von 4 Timeouts von Liquid. Von Liquid. Ja. Und Virtus Pro hat noch keins. Ja, das wäre einfach so nice, wenn sie jetzt immer Timeouts nehmen würden, so am Ende, nur um zu trollen. Das würde ich halt auch immer machen. Warum machen die sowas nicht? Ich würde auch ständig chatten. Außer die Liga verbietet es irgendwie. Aber ich würde trotzdem einfach trotzdem chatten. Stell dir mal vor, Neo würde einfach die ganze Zeit so LOL schreiben. Ja. Why you do this? You nice can, try. You can do it without timeout und sowas. Just admit the loss. Please give up. Wanna write GG? Ja. Ja, einfach GG, Fragezeichen. Looking for the G-Button? Ja. Oh. Es war jetzt über den Top Left Corner. In der Eco sogar ein paar Smokes auf dem Spot, aber das ist halt zu wenig. Ja, war schon gesagt. Dann Virtus erfolgreich zu sein. Vielleicht noch ein Frag für Pimp, aber der kommt auch nicht. 14. Runde, Virtus Pro, die damit nur noch 2 Runden vom Sieg entfernt sind. Von ihrem zweiten, zweiten Sieg. Genau, zweiten Sieg. Zweiten Sieg. Ja. Ja, steht 1-1 bei beiden. Ah ja, ja, stimmt. Genau, ich dachte mir gerade so, aber wird das Kreiner gespielt? Ja, und dann konnte ich nicht mehr weiterdenken. Das ist echt lustig. So. Also. Oh, jetzt nochmal eine Eco von Liquid? Ich finde es halt schade, dass Liquid auch wieder so unkreativ spielt. Da ist gar keine Mittelkontrolle dabei. Sie immer gehen B. Entweder nur B oder dann so halbscharig auf A, aber so krass koordiniert, dass man sagt, dass Pascha kriegt keinen. Zumindest überrennt man Pascha. Neo ist abgesmoked worden. Den Spot nimmt man ein. Aber Snacks ist sicher mit dem Schuss gegen Elite. Ja, und kein Armor bei den Ts, kein Equipment. Das ist eine Runde, die darf Team Liquid nicht holen. Auch wenn sie den Spot einnehmen, was halt an diesem Masse statt Klasse-Faktor liegt. Genau. Und aber sie kriegen immer noch Frags. Das ist jetzt 2 gegen 2. Jetzt geht Bialy mal raus und sagt, jetzt ist Feierabend hier. So. Der will auch langsam in Feierabend. Ja, Bombe wird diffused. Jetzt hat er gesehen, ja, und gibt einfach noch den Headshot. Die Nitro, 15. Runde, Virtus Pro. 7 Matchbälle. Was haben sie jetzt die AWP verloren? Was war das denn jetzt? Snacks hat vor sich eine AWP gesehen und wollte das Teamplay, das wir immer ansprechen, machen, ja? Ja. Schmeißt seine zu Bialy zurück, damit der die nimmt. Und dann eben Snacks seine,
die vor ihm liegt, dann aufnehmen kann. Und genau in dem Moment ist die Runde aus und sie spawnen ohne die beiden AWPs. Wie geil war das denn? Alter, wenn du es timen wollen würdest, würdest du es nicht schaffen. Aber wenn es einfach so passiert. Eieiei. So, Snacks. Hat es da versucht in der Mitte. Jali jetzt schon richtig unter Druck. Bleibt noch an den Feuer stehen. Snacks bekommt auch noch Nitro. Zweimal eine Überzahlsituation für Virtus Pro. JDM verschießt. Fällt dann auch. Jetzt kommt Hiko von der Seite. Pimpel kommt den Frag. Hiko jetzt ganz alleine. Schöner Headshot gegen Snacks. 1 gegen 2. Und er schafft es nicht. 16 zu 8. He was not kidding us. Ja. Und Virtus Pro gewinnt mit 16 zu 8 gegen Liquid auf Mirage. Damit Liquid nur noch ein Leben.